Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit ein paar verschiedenen Themen. Heute endet das Mondneujahrs-Event und es müsste rein theoretisch das Valentinstags-Event anfangen. Aber noch gab es keine Ankündigung von Niantic. Ich denke, es wird noch eine kommen. Aber bevor wir anfangen, so ein random Gedanke, der mir heute kam, als ich einfach losgegangen bin, heute in der Früh, und dann meinen Ball verbunden habe. Und zwar, normalerweise ist es so, egal ob GoPlus, Pokéball oder Gacha, die können Pokémon fangen und Pokéstops drehen. Entweder automatisch oder wenn du drauf drückst, okay? Du kannst damit fangen, während du gleichzeitig Pokéstops drehst. Du kannst aber nicht Pokémon fangen und gleichzeitig Stops drehen. Du kannst auch nicht fangen hier, also manuell, und dann hiermit gleichzeitig fangen. Außer, wie soll es auch anders sein, durch den kleinen Bug. Den kenne ich schon länger, ab und zu zufällig bekomme ich den Bug, aktiviere ich den sozusagen, den Bug. Wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, weil ich habe noch nie wirklich was von diesem Bug gelesen. Aber es gibt den und mit dem Bug kannst du gleichzeitig hier fangen und mit dem fangen und drehen. Weil normalerweise, wenn du hier fängst, also den Fangbildschirm anhast, dann ist der so wie im Standby, okay? Und erst wenn du wieder draußen bist, du kannst gleichzeitig, also wenn du hier zum Beispiel Arena-Kämpfe machst oder entwickelst oder was weiß ich, dann ist der auch aktiv. Aber wenn du fängst, dann ist der stumm. Kannst gar nichts mit dem machen, nichts drehen, nichts fangen. Okay, was ist der Bug? Der Bug ist schwer zu erklären. Es kommt auf das Timing an, wann du es verbindest. Wenn du das verbindest und es lädt gerade und während es lädt, gehst du in den Fangbildschirm. Und wenn du im Fangbildschirm bist und sich das verbindet, dann ja, dann ist aktiv, obwohl du im Fangbildschirm bist. Das heißt, du kannst immer fangen und den nebenbei im Hintergrund laufen lassen. Und dann kannst du zwei Pokémon gleichzeitig zum Beispiel fangen. Passiert dann auch manchmal, dass der das fängt, was du gerade angetippt hast. Dann wirst du den Ball, Pokémon springt direkt aus dem Pokéball und flieht. Heißt aber nicht, dass es wirklich geflohen ist, sondern dass es gar nicht mehr da war überhaupt. Weil der ist schon entweder gefangen oder nicht gefangen hat. Ist mir nur so heute in der Früh eingefallen, als es mir mal wieder passiert ist. Passiert mir ab und zu, nicht immer. Ich plane es auch nicht. Könnte man an sich eigentlich immer ausnutzen. Aber ja, ist mir heute passiert, hat mich daran erinnert, dass ich noch gar nicht wirklich was dazu gelesen habe, dass es diesen Bug gibt. Und den wollte ich mit euch teilen, bevor das Video anfängt. Dann habe ich eine Box am Start von Rootbox. Shoutout geht raus an die. Link ist unten in der Beschreibung, mehr Infos zu denen. Die haben aber glaube ich auch einen Code. Den Code kenne ich jetzt nicht auswendig, aber steht auch unten in der Beschreibung, falls ihr euch auch mal eine Box gönnen wollt. Jeden Monat schicken die mir eine Box zum Thema Gaming, Geek und Nerd-Zeugs. Und ihr wisst, jedes Mal, wenn ich eine Box aufmache, wird auch was gepusht. Und heute pushen wir Miltan, 100%. Was wir da alles haben. Erstmal natürlich ein T-Shirt. So, man kennt ihn. Wer kennt es doch nicht? Ein Klassiker unter den Animes. Dann eine kleine Figur. Oh, ein Puzzle. Ein Rick and Morty Puzzle. Rick and Morty in letzter Zeit sehr beliebtes Motiv. Ist beinahe in jeder Box mit enthalten. Und Puzzle sind immer geil. Oida, nochmal. Ob das ein Zeichen ist, dass Harry Potter Go demnächst kommt? Auf jeden Fall noch einmal Playing Card. Standard. Aber wer Harry Potter Fan ist. Und zu guter Letzt. Nee. Also das habt ihr jetzt schon gesehen. Aber ein Pin. Gab schon länger keinen Pin mehr. Aber gut für meine Pinsammlung, die ist genau hier. Werde ich euch vielleicht irgendwann mal zeigen. Und dann haben wir ein Randomized Hulk Pop 366. Okay, krass. Randomized Captain America, Randomized Iron Man, Carnage. Der rote Symbiont. Coole Sache. Danke an Rootbox für diese Box. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt pushen wir noch unser Miltan. 100%. So, da haben wir unser Miltan und ich habe leider gerade aus Versehen, ich war ein bisschen hier abgelenkt, auf den zweiten Angriffsknopf gedrückt, Alter. Richtig leidend. 50.000 hat der, glaube ich, gekostet wahrscheinlich. 50.000 einfach weg für so eine nutzlose Attacke. Ich habe hier drauf geklickt, habe gecheckt, ob die Aufnahme an ist und dann habe ich kurz hier rüber geschaut wegen der Nachricht und dann bin ich drauf gekommen. Leidend hoch 10. Erstmal hier nochmal der IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Das ist jetzt das erste Mal passiert. Irgendwann muss es passieren. Die zwei Knöpfe sind so nah nebeneinander. Das ist schon echt leiden, Mann. Schade. Vor allem bei Miltan, oder? Aber naja, was soll man machen? Unnötigkeit hoch 10. Ah, Mann. Ich dachte, es wird ein guter Tag heute. Aber direkt fällt es. Einer meiner größten Fails.
Was macht man nicht alles, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen? So, den push mal schnell auf Max. War Level 30. Also schon ziemlich hoch. Aus der Safari-Zone Prag. An sich natürlich ein selteneres Pokémon. Für die Safari-Zone war das ein Event-Pokémon. Sonst hätte ich den natürlich nicht 100 am Start. Manche hatten den bis dahin nicht mal im Pokédex, geschweige denn 100. So. Ich schau mal gleich bei einem anderen Miltern, wie viel das gekostet hat, aber an sich müsste es natürlich 50.000 gewesen sein. So. 2, 2. Also zweimal können wir auf jeden Fall noch pushen. Dreimal sogar noch. Weil erst wenn da 15 steht, dann sind das die letzten zwei. Genau, jetzt steht 15 da, das sind die letzten zwei. War zwar relativ hoch vom Level her, dementsprechend hätte es eigentlich nicht so viel gekostet, aber jetzt durch diese zweite Attacke, die wir aus Versehen aktiviert haben, hat es uns 50.000 extra gekostet wahrscheinlich. Aus Prag, Oktober 2017. Und hier haben wir noch ein anderes. Und es hat gekostet 75.000. Oh mein Gott. Nicht mal 50.000, sondern 75.000. Ciao Staub, Mann. Ciao Staub. Direkt in den Titel packen. Fail. Einfach nur fail. Schreibt in die Kommentare, ob euch das auch schon mal passiert ist. Ein paar Zuschauer haben berichtet, denen ist das auch schon mal passiert. Aber schaut's mal dahin. Power Up und New Attack. Direkt nebeneinander. Ich habe auch schon oft Sachen gepusht, obwohl ich die entwickeln wollte. Weil das ist ja auch direkt nebeneinander, also... Irgendwann musste das mal passieren. Schade. Sehr, sehr schade. Oh Mann. Okay, ich habe mich von diesem Schock ein wenig erholt. Nicht wirklich, aber was soll man machen? Missklicks passieren. Jetzt habe ich noch eine Ankündigung, eine Info von dem Zuschauer. Wer ist denn der genau? T-Sam Zone. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er hat mir schon länger öfters geschrieben. Er macht zu jedem C-Day so eine Analyse. Da kann man mitmachen, verschiedene Sachen angeben, vor und nach dem C-Day. Ja, und dann wird das halt eben ausgewertet. Alle Infos unten in der Beschreibung. Was heißt alle Infos? Der Link zu dieser Umfrage. Zum Beispiel jetzt hier für Februar, C-Day Februar Ablauf. Dann könnt ihr das nochmal genau anschauen. Zum Beispiel hier Screenshots vor C-Day Beginn, 10.59 Uhr. Und dann steht da alles, was ihr machen müsst. Ja, habe ich ihm schon länger versprochen, dass ich mal darauf hinweise. Also... Hier ist die Info, Shoutout geht raus an den Kollegen und falls ihr da mitmachen wollt und euch sowas interessiert mit den ganzen Statistiken und so, wie viel man fängt, die ganzen Fänge und sowas, dann könnt ihr da gerne mitmachen, eure Fänge, euren C-Day protokollieren und dann da einfach hinschicken. Ich bin jetzt live, für euch war das gestern, mal schauen, ob Valentinstags-Event angekündigt wird und wenn ja, dann gibt es hier einen Cut und entweder heute Abend nach dem Livestream oder morgen früh erzähle ich euch noch ein paar Infos zum neuen Valentinstags-Event. So, wir haben den nächsten Morgen. Wir waren gestern live und 22 Uhr wurde das neue Event, Valentinstags-Event, heute ist Valentinstag, angekündigt. Also eigentlich wurde es angekündigt, nachdem das Event schon angefangen hatte. Als es 22 Uhr wurde, habe ich einfach ein Pokémon gefangen und bam, Doppel-Candy war am Start. Und dann kam irgendwann die Nachricht, Valentinstags-Event, was genau ist am Start? Doppel-Candy, nur fürs Fangen, nicht fürs Verschicken, nicht fürs Tauschen und auch nicht fürs Laufen und auch nicht für Eier. 6 Stunden Lockmodule, aber anscheinend gab es jetzt die Nacht über Probleme. Die Module liefen irgendwie nur eine Stunde, haben nur alle 6 Minuten, 5 Minuten, halbe Stunde Pokémon gespawnt. Also gab noch eine Menge Probleme, aber hoffentlich jetzt wieder in der Früh alles geregelt. Dann erhöhte Spawns von pinken Pokémon, aber hab dann noch nicht wirklich welche gesehen, also noch nicht wirklich viele. Interessant sind natürlich so Sachen, die shiny sein könnten. Libiscus, Snubbull und sowas. Manche brauchen immer noch Polygon, Polygon relativ selten, Polygon Bonbons für Polygon Z jetzt zum Beispiel. Chanerga. Chanerga ist immer beliebt, aber ich weiß gar nicht, wie häufig Chanerga sein wird. Vor allem, weil es eine Chanerga-Quest gibt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Neue Shinies sind Pi und Cossilla. Cossilla habe ich beim letzten Event, beim Weihnachts-Event, wo ich so viel gebrütet habe, so oft bekommen. Ja, leider gab es Cossilla damals nicht Shiny. Und dadurch, dass es keinen Bonus gibt, fürs Brüten keinen Sternstaub-Bonus oder so, werde ich persönlich nicht eine Menge brüten. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt beim Event eine Menge brüten werdet. Eine Besonderheit gibt es noch beim Brüten. Das Baby von Chanerga ist am Start, aus den 7ern, aber nicht Shiny. Und Chanerga auch nicht Shiny. Aber das Baby ist jetzt auch am Start, also drei interessante Sachen. Shiny Pi, Shiny Cossilla und Baby Chanerga, wo Niger. Pandy in Herzform ist am Start, werfe 5 großartige Würfe hintereinander. Und Curve, Alter. 5 großartige Curve-Bälle hintereinander. Ich nehme mal an, deswegen gab es auch diesen Monat kein Pandy.
damit sie halt dieses Valentinstagspanier rauspacken können. Weil sonst hätten wir jetzt zwei am Start für diesen Monat. Und dann gibt es auch für das Valentinstags-Event zwei besondere Quests. Die eine ist sehr interessant, drei Sonderbonbons, wenn du einen Janeiro fängst. Die Frage ist halt jetzt, wie selten, wie häufig ist Janeiro? Kann man diese Quest krass farmen und da krass Sonderbonbons farmen? Die andere ist, fange 20 Libiscos und dann kriegst du einen Janeiro. Sprich, du könntest die Quest holen, wo du einen Janeiro als Belohnung bekommst, hebst das im Stapel auf, sammelst dann dreimal die Quest mit dem Sonderbonbon, wo du einen Janeiro fangen musst und dann löst du einfach deinen Stapel ein, holst dir einen Janeiro, erfüllst dreimal die Quest und holst dir neun Sonderbonbons. Kann man machen. Ansonsten neue Raids, auch im Valentinstagsthema mit den ganzen rosa Pokémon. Da haben wir natürlich Palkia, der ist auch so ein bisschen lila-rosa. Vierer haben wir Tornupto, der passt irgendwie gar nicht da rein. Togetic passt. Und dann haben wir Despotar und Absol. Drei haben wir Vulnona. Dann sehr interessant, Chanera. Das ist auch gut für die Quest. Porygon, Vati und Miltank. Also drei neue drei Raids, Miltank, Vati und Chanera. Werde ich auf jeden Fall versuchen. Was sehr interessant ist hier, als Richtlinie wird hier angegeben, Chanera, ein Spieler grün. Hätte ich mir schwerer vorgestellt. Zum Beispiel Porygon ist gelb, aber Chanera ist grün. Dachte, das ist so Potrot-mäßig 4 KP. Das ist zwar vielleicht nicht stark, aber dauert einfach zu lange. Aber es ist grün. Miltank ist orange, also schauen wir mal, ob ich den schaffe. Ansonsten Zweier, Lamos, Elektroball, Schlurp, Magma und Kirlia. Einser, Ponita, Krabi ist interessant. Krabi, seltenes Shiny-Pokémon. Snubbull, Libiscus und Shinux. Ansonsten war es das erstmal von mir, Leute. Ah ja, das Event läuft bis zum 21., also 8 Tage. Ist auf jeden Fall ein cooles Event. Kann man sich geben. Eure Meinung zum Event unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.